Hallöchen, ich bin herzlich willkommen zum 3000 Abonnenten-Special. Und zwar, es haben sich viele, viele gewünscht, dass ich eine Roomtour bzw. eine Schreibtischtour mache. Und ja, eine Roomtour wird es jetzt nicht, da mein Zimmer viel zu unaufgeräumt dafür ist und ich euch das nicht antun möchte. Gibt es einfach nur eine Schreibtischtour? Ich meine, da gibt es jetzt auch schon viel zu viel zu sehen. Und ja, ich werde hier jetzt alles vorstellen, mein komplettes Equipment und nachher auch meinen kompletten PC. Das habt ihr euch ja gewünscht. Bei dem PC werde ich eine Liste einblenden, was da alles drin ist. Und ja, auch alles wird hoffentlich unten in der Beschreibung verlinkt sein. Alles, was ich wieder raussuchen kann und wieder finde. Und ja, aktueller Stand der Abos 2992. Also ich produziere das natürlich jetzt vor, damit es pünktlich zu den 3000 Abos da ist. Und ja, fangen wir mal sofort an. Zuallererst erstmal mein neuer Gaming-Studio, den habe ich jetzt genau seit einer Woche. Der ist einfach mega geil. Ist ein DX Racer, der wird natürlich unten in der Beschreibung verlinkt sein. Wer ihn haben will, so roundabout 250 Euro hat er gekostet. Kommen wir jetzt erstmal zum Mikrofon. Das ist das SC450 USB von T-Bone. Das könnt ihr bei Thomann bestellen. Und ja, ich habe das Podcast-Bundle. Wenn man hier, dann kriegt man hier so einen tollen Mikrofonarm noch dazu. Und man kriegt das Ganze in so einer tollen Box geliefert. Natürlich ohne diese Musikbox oben drauf. Und dann kann man das, wenn man das jetzt öffnen würde, dann sähe das Ganze so aus. Hier die ganzen Kabel drin und hier dann das schicke Mikrofon. Und falls ihr dann mal öfters unterwegs seid, so wie ich, könnt ihr da natürlich immer wieder das Mikrofon reinlegen. Ist sehr praktisch, weil ich ja immer vom einen Elternteil zum anderen hin und her switche, sage ich mal. Kommen wir zu Maus und Mauspad. Das Mauspad ist das Rocket Taito, das kleine 3 mm Mini-Size. Ich bin damit sehr zufrieden, ich brauche kein überaus großes Mauspad. Und ja, dazu die Razer Deathadder Chroma. Dazu habt ihr ja mein Unpacking gesehen und meine Mauscam bereits. Ich glaube, die solltet ihr jetzt mittlerweile kennen. Weiter zur Tastatur. Das ist die Rocket ISCU FX. Und ja, auch mit der bin ich sehr zufrieden. Also es ist alles mein komplett erstes richtiges Gaming-Equipment. Und damit bin ich einfach mal mega zufrieden, wirklich. Ich hatte vorher einfach nur so eine stumpfe Büro-Tastatur, stumpfe Büro-Maus und ja, jetzt vor so ein richtig krasses Gaming-Equipment und freut mich natürlich mega. Gehen wir weiter zum Bildschirm und zwar ist der so groß, dass ich ihn gerade gar nicht aus dieser Entfernung ganz drauf bekomme. Und zwar ist es ein BenQ-Bildschirm, der GL 2450 Widescreen. Ja, bin mit dem sehr zufrieden. Ist mega geil. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich wirklich gar nicht sagen. Auf zum nächsten Stück. Das nächste Stück ist mein Headset und zwar ist das von Creative. Ich weiß gerade gar nicht, welches das ist. Ich habe das jetzt schon etwas länger, wie man sieht, an beiden Seiten geklebt. Ist halt so, eigentlich kann man diese Kopfhörer-Dinger noch so drehen fürs Einpacken. Allerdings muss ich echt sagen, bei dem Headset waren die sehr instabil und sie gingen relativ schnell kaputt, weil ich sie halt immer wieder zusammenklappen musste und wieder woanders war, wieder ausgepackt. Und dadurch, da waren die schon sehr empfindlich. Einer, der nicht die ganze Zeit dieses Headset überall mit hinnimmt, für den ist es super, super Qualität. Aber für Leute wie mich, die ständig woanders sind, sind die jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber sie haben wirklich eine super gute Soundqualität und ansonsten haben die mich wirklich zufrieden gestimmt. Jetzt einmal der Schreibtisch von etwas weiter weg. Da seht ihr hier schön Gamingstuhl, Mikrofon, dann hier Maus, Tastatur, Headset, Bildschirm. Da unten seht ihr meine Facecam, die ich nie benutze. Und dann ja, kommen wir zu so einer kleinen Musikbox, sag ich mal. Das ist die Bose Mini Soundlink oder Soundlink Mini. Ich bin mit der überaus zufrieden. Die hat super geile Qualität für so eine kleine Box. Ja, auch zu dieser sollte ein Link in der Beschreibung zu finden sein. Über dem Monitor habe ich so eine kleine Ablage. Da seht ihr dann hier so Parfum, so eine Dose, so eine Tasse, wo dann Stifte drin stecken, Arizona und Portemonnaie und so eine Scheiße. Und so eine kleine Truhe, wo dann zum Beispiel EC-Karte oder sowas drin gelagert wird. Ich glaube, jeder in seinem Zimmer hat auch so eine Crap-Ecke wie ich. Da lagert man dann so eine Scheiße wie Papierkram.
So, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wow, du hast uns jetzt alles gezeigt, aber wo ist der PC? Der PC, der steht natürlich auch in meinem Zimmer. Das wäre natürlich scheiße, wenn nicht. Und zwar steht der hier unter meinem Schreibtisch, selbst zusammengestellt. Und ich werde euch jetzt mal ein bisschen was dazu vorlesen, aber dann mit Mikrofonqualität. So, kommen wir zu den PC-Komponenten. Und zwar, ich habe mir den beim Laden hier in der Nähe zusammengestellt. Und ja, kommen wir erstmal zum wichtigen Teil. Und zwar, welche Grafikkarte und welchen Prozessor ich habe. Ich habe einen Intel Core i7 6700K von Gigabyte. Ja, bin mit dem überaus zufrieden. Rendert sehr viel DDR4. Und ja, kommen wir zur Grafikkarte. Das ist die GeForce GTX 980 mit drei Lüftern, ebenfalls von Gigabyte zusammengestellt, sag ich mal. Ja, ich habe 16 GB RAM, eine M2 SATA SSD 250 GB. Und ja, was könnte man noch so sagen? Ich habe da mittlerweile Windows 10 drauf. Hier auf der Liste steht Windows 7, aber Windows 10 ist drauf. Ja, natürlich ganz normale Kabelgesümsel, was dazugehört. Ja, ein Netzteil von Be Quiet. Und ja, der Rest ist eigentlich schon ja, so gut wie vorgelesen, sage ich mal. Den Rest könnt ihr halt auf dieser Liste sehen und selber raussuchen vielleicht und könnt ihr euch dann so zusammenstellen, wie ich ihn habe. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ja, wenn er euch so gefällt, kauft ihn euch. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst ein Like da, ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch dieses Video besonders gut gefallen hat. Weil es mal was anderes ist. So was gab es, glaube ich, noch nie auf meinem Kanal. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, dass ich 3000 verdammte Abonnenten gemacht habe. Ich habe vor knapp 2 Jahren YouTube angefangen und habe jetzt 3000 Abos. Leute, 3 fucking 1000 Abos. Das ist einfach mega. Dafür will ich euch einfach mal danken und ja. Damit beende ich dann auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.